Pferde sind in etwa 17 Stunden am Tag wach. Ihre vorrangige Beschäftigung ist dabei das Fressen. Die andere Zeit ruhen oder schlafen sie. Der tägliche Tiefschlaf, bei dem das Pferd auf der Seite liegt, dauert aber nur etwa eine halbe Stunde. Pferde leben in Herden zusammen. In der freien Wildbahn besteht die Herde in der Regel aus einem Leithengst, mehreren Stuten und deren Jungtieren. Während der Ruhephasen bleiben die Tiere auf freien Flächen eng zusammen. Denn als Pferdeherde sind sie vor Feinden relativ sicher. Indem die älteren und erfahreneren Tiere die jüngeren in die Mitte nehmen, fühlen sich die Fohlen in der Herde geborgen und sind dort am besten vor Angriffen geschützt. Oft überwacht immer mindestens ein erfahrenes Pferd die Umgebung und meldet Gefahren, während die anderen Tiere ruhen können. Eine ausgeprägte Körpersprache dient der Verständigung in der Herde. Auch im Umgang zwischen Mensch und Pferd ist es wichtig, sie zu verstehen. So zeigen Pferde beispielsweise mit ihren Ohren unterschiedliche Stimmungslagen an. Aufmerksame und neugierige Pferde richten ihre Ohren auf. Sind die Ohren nach hinten an den Kopf angelegt, kann das als Warnung gedeutet werden.